Eine Auszeichnung zu erhalten ist immer etwas ganz Besonderes, ob es im Sport ist, in der Musik oder in der Kunst. Wir sind in dieser Woche auf einen Mann gestoßen, der einen Europameistertitel erhalten hat. Aber nicht in den eben genannten Kategorien, nein, sondern mit seinen Bratwürsten. Ja, wir haben bei einem Wettkampf in Holland, in Ramont, die Auszeichnung bekommen zum Champion National, also einen deutschen Meister für Bratwurst-Kategorie. Die haben wir dort mit eingeschickt zur Bewertung. Das war im Februar mal der Fall gewesen und da haben wir 15 Wurstsorten insgesamt eingeschickt. Die sind alle prämiert worden mit 13 Mal Gold und 2 Mal Silber. Und jetzt in der Kategorie Bratwurst ist eben keiner rangekommen von den Punkten her. Und dadurch haben wir auch den Champion National für die Bratwurst bekommen. Jetzt fragt sich sicher der eine oder andere Zuschauer von Ihnen, wie man überhaupt auf so eine Idee kommt, seine Fleischwaren für eine Prämierung einzureichen. Thilo Elfruth, auch genannt der Fleischi, hat dafür eine einfache Antwort. Wir haben so eine Bratwurst-Macke, sage ich immer. Wir haben jetzt insgesamt 35 verschiedene Sorten Bratwurst. Weil wir immer sagen, wenn man zweimal gegrillt hat, wird es langweilig. Deswegen wollen wir was Neues und kreieren auch immer wieder eine neue. Also wir haben jede Woche eigentlich ein neues Roster mit im Angebot. Im Normalfall haben wir bis zu 13 verschiedene Sorten Bratwürste in der Theke liegen. Beim Fleischi ist man also immer offen für Neues, probiert neue Kreationen aus, um die Kunden mit den besten Produkten rund ums Fleisch zu versorgen. Dabei setzt man vor allem auch auf Regionalität. Wir bieten eigentlich das normale, sag ich mal, Sortiment und eben auch über dem normalen hinaus, dass wir eben immer ganz verrückte Sachen machen. Gerade die Grillsaison ist eigentlich unser Gebiet, was wir für Grillspezialitäten ganz viel verschiedene auch immer wieder haben, jede Woche. Und wir bleiben halt bei altbewährter Tradition und produzieren auch altbewährt. Wir verwenden keine Geschmacksverstärker, keine Zusatzstoffe. Wir halten uns, sag ich mal, ans Regionale. Wir haben unsere Bauern, wo wir unsere Fleischhabe ziehen. Wir wissen, wie die Tiere aufgewachsen sind. Gerade unsere Rinder haben wir auch die Bauern hier in Mösen, wo wir auch mit, sag ich mal, in den Stall hinfahren und schauen uns die Tiere an, bevor wir sie zum Schlachten dann holen. Doch nicht nur die zwei Verkaufsstellen in Grossen und Turm sind heiß beliebte Anlaufstellen für die Kunden. Auch für die Feierlichkeit zu Hause oder das Firmenevent hat der Fleischi immer das Passende parat. Ja, die Möglichkeit haben wir natürlich auch. Wir bieten auch Catering an. Catering und Party-Service, sagen wir es mal so. Also von der Firmenveranstaltung bis zum kleinen Geburtstag machen wir alles. Und wer was von uns haben möchte, sag ich mal, man findet uns in Grossen in der Lange Straße 2a und in Turm in der Hauptstraße. Dort haben wir noch unsere zweite Filiale. Gerade jetzt für die anstehende Grillsaison eignet sich doch so eine selbst kreierte Bratwurst von Thilo Elfruth und seinem Team perfekt. Probieren Sie es doch einfach mal aus.